Moin Leute, ich bin der Steffen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich eine kleine Granatentipps-Ansammlung, was mir so gerade spontan einfällt. Wenn jetzt wieder irgendwas nicht dabei ist, hat es vielleicht sogar seinen Grund oder ich weiß es gar nicht. Ihr könnt es aber reinschreiben, wenn man nicht wieder ankommt mit, das vergessen, vielleicht war es ja auch absichtlich. Also hier, chill down, ne, chill down. Also was Granaten machen, muss man ja wohl nicht erklären. Die explodieren natürlich zum großen Teil. Manche machen Feuer, manche blenden, manche machen Bumm. Dabei, ihr kennt diese Geländer bestimmt halbwegs, die da oben schön sind. Die kann man fallen lassen, indem ich einfach normale Granate gegen schmeiße. Weiß nicht jeder, nach ein bisschen Spielen wird man es erfahren, aber jeder Neuling wird sich freuen, das zu hören. Genauso gibt es ja auch Autos, die normalen Truppentransporter zum Beispiel, die haben geschlossene Türen, kann man so auch nicht durchschießen. Durch eine Granate kann die zum Beispiel öffnen oder nachher eben reinschießen. Was es schon länger gibt, mindestens seit Battlefield 3, die anderen Battlefield-Teile habe ich einfach gerade nicht so im Kopf und kann es nicht sagen, aber bestimmt ist, dass Gegner schreien, wenn in der Nähe eine Granate ist. Das machen sie auch, wenn Teammates zum Beispiel sterben. Wenn ich zum Beispiel nicht weiß, ist da einer, schmeiße eine Granate hin. Auch wenn ich daneben werfe, passiert ja. Ich weiß dennoch, dass da einer ist. Daneben. Jetzt nochmal zwei Tipps. Die kamen schon einer 5 Tipps für Folge vor. Entweder fürs Equipment oder auch Gameplay. Ich kann nicht genau sagen, welche. Einmal, Brandgranaten gehen durch den Boden so gesehen durch. Zum Beispiel könnt ihr so Leute bei Savard bekommen oder auch hier bei Locker in dem Treppenhaus. Und die Impacts sind einfach super geeignet, um so durch kleine Gänge durchzuschmeißen. Auch bei Locker das Treppenhaus oder hier bei dem Beispiel mal Lanking Dam perfekt um die Ecke. Richtig werfen tut man die Granaten dabei, dass ich die zum Beispiel nehme. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade die Zeit habe, kann ich die in die Hand nehmen. Halt das Ding schon mal, geh in die Ecke, schmeiß, bin sofort weg. Nicht um die Ecke gehen, dann erst ziehen und werfen, sondern schon mal vor, quasi ziehen, kurz in die Ecke gucken und weg. Geht viel schneller, ihr werdet nicht so lange gesehen und eure Überlebenschancen sind so gesehen länger. Wer gerne die Rauchgranate mitnimmt, sollte unbedingt den Laser ausmachen, sonst das. Und als letzten Tipp, die Reverse Grenade, das gab es schon in Battlefield 3. In Battlefield 3, wenn ihr dann eine Granate geschmissen habt, gerade nach oben, also ihr habt gerade oben gezielt, flog die immer so ein bisschen nach hinten weg. So konnten ihr zum Beispiel Leute auf hohen Häusern bekommen. In Battlefield 4 gibt es eine Möglichkeit, die ist auch schon ein paar Mal auf YouTube gezeigt wurde. Ich bin da wirklich auch selber mal drauf gekommen, ohne diese Tipps. Stolz auf mich, total. Und zwar per Impact-Granate. Und zwar müsst ihr die gut gegen die Kante von dem Gebäude schmeißen, dann prallt die ab und ja, tut den Typen oben ein bisschen weh. Problem, Impact ist leider keine One-Hit-Granate. Das könnte also manchmal problematisch werden. Jo, das war es mit diesen Kurztipps. Die nächste Folge, mal gucken, zur Deckung, zu Slams, Medikits, Defis. Mir fällt jetzt so spontan ein bisschen was ein, mal gucken, was ich so nehmen werde. Und das war's. Ich habe ein Platoon. Gerne mal beitreten, wer aktiv Battlefield auf dem PC spielt. Und Bock hat, den Clan-Tag zu tragen und zu leveln. Gerne beitreten. Und das war's. Man sieht sich. Haut rein, Leute. Ciao.